So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hella Loose, heute mit mir dem Crusader bei diesen heißen, wunderschönen 30 Grad. Die Woche über ist so verdammt hot, meine Güte. Und wir spielen heute eine Runde auf der, mit der MP40 auf der Karte Sainte-Marie-du-Mont. AA-Netzwerk ist Punkt und ich habe eine POV wieder von 90 drin statt von 80, weil das mit der MP einfach irgendwie besser geht. Ja, je höher da die POV, desto besser hittet der Kram. Schon ganz nice. Ja, und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, spielt mal Pax D. Ich werde in nächster Zeit so ein bisschen Pax D spielen. Das Game macht mir ultra, ultra viel Bock. Ist zwar jetzt nur die Open Alpha. Und jeder kann das quasi spielen. Es gibt nochmal einen richtig harten Reset. Aber das Game ist geil, sage ich euch. Also ein Social MMORPG, das ist einfach nur nice. Da kann man nichts anderes sagen. Das Spiel macht übel Fun. Auch wenn es sehr grindy ist, macht es super Spaß. Halt ein bisschen wenig Hell Let Loose gespielt, deswegen ist mein Aim eigentlich nicht mehr so gut, aber MP40 kann man immer so ein bisschen was aufgleiten. Aber ich glaube, alles was gekommen ist im LKW ist tot. MP hat recht, wo ist der Gegner? Das sind 32 Leute auf der anderen Seite, wir haben 34 Leute, der Server ist gerade wieder dabei sich zu füllen. Ja, bei den Hallen ist das Standard eigentlich nach dem Rundenwechsel? Ja, okay, bei den Hallen. Ja, und aus Garten. Eigentlich hat er 3 Hits gefressen. Eigentlich müsste es hinter sich haben. Oh, hä? Lol, wer ist er denn, ey? Wo aimt er mich denn ab? BFTB, Rack. Ich habe erst 2 getötet? Bitte? Hä? Was? Niemals. Nee, das waren mehr als 2. Das waren ja alleine schon 2 am Anfang. Den Läufer und den im Graben habe ich auch noch erschossen. Das müssten 4 sein. Ich bin aber nur bei 2 Kills. Entweder die haben nicht abgelebt oder da rennt ein Medic rum. Da muss ein Medic rumrennen. Ich habe 4 Leute erschossen, ich habe 2 Kills. Da hinten muss auf jeden Fall ein Medic sein. Ja, ja. Und zwar einen, wo die Leute auch bei liegen bleiben anscheinend. Oder die sind AFK gegangen, keine Ahnung. MP hat hier das Scharfschützengewehr, das ist FG42. Das ist ziemlich geil. Ja, vor allem mit einer 80er FOV. Ich habe zuerst auch mit einer 80er gespielt. Aber die MP ist halt definitiv mehr was für 90 oder sogar höher. Fox, was ist das für ein Leid? Was für ein Panzer? Stuart Panzer.
Reifung dort, Marker Infanterie. Stewardess auf. Ich drücke Medium. Stewardess auf Item Metric. Medium auf Baker Tankmark. Wenigstens jagt im Medium nicht einzelne Infanteristen. Ne? Ich hasse die Panzer, die Solo-Infanterie-Hand machen. Machen zu viele. Im Haus muss, glaube ich, einer dann schon oben irgendwo. Ja, ist tot. Weil ich im Fallen erschossen. Typ von Fliesenfisch, der hier auf die Häuser drauf geklettert ist. Das heißt, wir haben auch gut gesetzt. Hier ist der Medic. Ah, lag der Medic rum. Ist, glaube ich, gerade erschossen. Ja, wo sind die ganzen Gegner? Ich hätte übrigens gesagt, die rechte Halle. Versuchen sie zumindest von oben laut. Einfach mal zwei direkt, okay. Einer kam von rechts aus dem Kornfeld, keine Ahnung, was der da gemacht hat. Rechte Halle war einer, ja. Rechte Halle rabbelt was, aber nur ein OP. Den Kommandanten habe ich erwischt, warte mal, die muss denn gar nicht stehen. Da OP blinkt, von hinten kommt einer. Da steht die gar nicht, auf Ping. Ist die Baker gar nicht mitten im Bahnfeld? Ja, und ist abgebaut. Ist weg, gehen wir hier rechts raus, um gleich einen 9 OP zu ziehen. 17 sollte gehen. Hier kein einziger. Ja, dann kann ruhig nach vorne kommen. Der hier. Ah, der lebt noch. Ping. Liegt am Boden, hat gleich 2 MPs oder sowas geschossen. Könnten wir vielleicht mal irgendwo ein paar Supplies abgeworfen bekommen? Na, jetzt sind. Nee, ich finde den. Panzer kommt. Ja, der brennt. Ja, ich hab ihn doch erschossen. Scheiße, wie gut. Du musst nachrücken. Ja, falls ihr Steward auf Light Vehicle mag.
Die Stelle wird von zwei feindlichen Panzern aus Osten beschossen. Der gottgleiche Panzer, der hier Druck macht. Haben wir einen Panzer? Falls ja, hier ist ein feindlicher Panzer, der fährt jetzt ja, in Viehstelle rein. Ja, wir sind auf dem Weg. Das sind unsere, die du eben gepinkt hast. Nee, die sind hier oben gerade da oben über das Feld gelaufen. Panzer ist am Brennen. Braucht noch eine Rakete, dann ist er weg. Stuart, Flight Vehicle Mark. Ich glaube, da kommt noch ein Panzer oder da liegt im G irgendwas. Ist da auf jeden Fall. Boah, 12 zu 2. Gegner sieht man nicht, Gegner findet man nicht, Gegner gibt es einfach nicht. Der Ranger hat genauso viele getötet wie ich. 12. Scoot Ranger. Der stand aber ja, auch im Supercamp auf dem Hausdach. Ja, da wollte ich gerade hinrennen. MT findet keine Gegner und kann deswegen keine Kills machen. Finde ich gut, dass David da keine Kills kriegen kann, weil es keine Feinde gibt. Ist das überhaupt voll? Der ist sogar richtig dick voll. Wo sind die ganzen Feinde? Meine Güte. Ja, hey, Skipper. Gut. Junge, der aimt da aber auch gerade runter ab. Wieder der BFT-Wähler? Nein, nein, den Ranger habe ich erwischt, das ist sein Mate. Ja, die kommen jetzt da die Längsseite runter, da können wir uns gleich hinstellen und die abfangen. Ja, davon ist auch alles rot, also es blinkt bei mir frontal alles. Backup gar nicht so bauen. Du brauchst Backup gar nicht? Das finde ich gut. Geh nicht, aber hier. Weil gar nicht, wir sind im Game stehen. Wie soll ich denn... Jetzt, wenn ich wollen würde, ich bräuchte die Supplies, um eine zu bauen. Supplierkette. Ja, okay. Ich sag das kurz mal im Scharfschützen. Der weigert sich. Ich schmeiß ihn raus. Der weigert sich einfach Supplier zu machen, Meister, aber ich kick den jetzt. Leute, bleibt entspannt. Gibt's nur Stress, Hass? Da hast du noch gut genug nehmen. Der Recon Tank da vorne, der nervt mehr, mega. MPs, Supplier-Kette bilden. Ich brauche jetzt hier eine Garni, bitte mach jetzt mal einen Supplier. Setz mir Supplies, ansonsten muss ich rausschmeißen. Nee, irgendein Squad-Lead. Mit mir also zu zweit. Supplier-Kette. Und danach haben sie gesagt, dass ich bitte ruhig bleiben soll. Weil ich gesagt habe, mein Scharfschütze verweigert ist, den Supplier zu nehmen. Also eigentlich bist du der Asoziale hier. Warum kannst du nicht einfach mal den Supplier picken? Ja, der Tank, da ist einfach der Gott. Ich kann nicht die Straße schlossen, ich kann nichts mehr machen. Ja, ich glaube, der redet nicht, oder? Dann raus mit der Viehhaus.
Der Steward vom Hardcap bringt uns alle um. Ey, ich muss irgendwie schossen, ohne dass mich der Panzer instant wegflötet. Nee, keine Chance, ich kann nicht. Er ist komplett drauf. Ich kann nicht mehr crossen. Das heißt, wir können die Halle eigentlich nicht mehr verlassen. Hinten raus vielleicht? Hinten raus, ja, aber dann nach rechts rüber geht schon wieder nicht. Der kann ja komplett runter gucken. Oder die andere Halle vielleicht, die dürfte auch gehen. Ah, ne, geht nicht. Hat er reingeschossen. Das ist halt der Steward, ne? Also ganz ehrlich, was machst du gegen so einen Panzer? Hauptsache mit Handgranaten draufwerfen oder mit einem Panzer fast voll in den Boden schießen. Ja, drauf schießen. In den Gewehrlauf reintreffen. In Laufraum reintreffen. Ja, ja. Schnell, nein, gar nicht. Ja, ich baue schnell eine neue. Hier liegen sogar 100. Bist du da jetzt rübergekommen, ohne dass er dich instant weggeholt hat? Ja, der hat alles. Okay. Ja, ja, mich hat er gesehen. Ich glaube, der muss gerade nachladen. Norden, von Teil vom Punkt kommt der. Der Steward, den hat's erledigt. Ja, passt auf, Süden wird hoch. Hä? Junge, was ist denn jetzt hier los? Einfach so, es müssen mehrere sein, die da auch sitzen. Welche Schüsse waren jetzt schnell? Medic! Ja, er hat mich direkt wieder weggeschossen. Kann sich gar nicht bewegen, der sitzt da komplett still und wartet. Junge, schimmelt der da rum. 203 Combat-Punkte schon. Sitzt da im Gebüsch und erschießt alles, was versucht vorzurennen. Mist. Und durchs Kornfeld kannst du nicht, weil da... Ach nee, der Panzer ist ja jetzt tot. Also kann ich durchs Kornfeld. Ich kann aber auch wieder durchs Kornfeld. Der Panzer ist da tot. Jeder hier hat seine Artillerie-Jubis unendlich hoch. Ein ihr Panzer fährt von Tankmarker aus erneut an. Panzer ist draußen, wir sehen ihn. Steht direkt neben mir, Tankmark. Es wäre jetzt der richtige Moment drauf zu schießen. Jetzt komme ich bis da vorne vor. Das werde ich direkt wieder weggemacht. Aber es läuft jetzt gut. Medium ist auch weg. Danke. Bitte, ich mache mal den Marker weg. Der Charlie Tankmark ist, glaube ich, jetzt veraltet. Z
251 Combat-Punkte, der hat da ordentlich Leute an der Seite weggeschlachtet. Nö, an der Mauer ist wieder alles falsch. Spawn ist da irgendwo. Die Spawn auf Headglitch, also du kannst nur den Kopf sehen, mehr siehst du nicht. Leute, ich brauche Infanterie bei Viehstelle. Da sind wir schon komplett im Hardcap. Ich sag's meinem Sniper. Ey, weiger. Okay, fuck, die haben mich hinten raus. Wie läuft diesen Tischtyp, der hier reingerannt ist, oder? Ne, wer trägt denn hier noch diese Cap? Wer ist denn da drüben, wer noch diese Cap und diese... Ich meine, jeder kann das irgendwie tragen. LWJG oder BFDB Schwede oder so? Wenn die Panzer da hübsch gehen, hat es erledigt. Wir werden von der Arti hübsch genommen. Ja, verstanden. Die Arti ist ausgeschaltet. Da ist mein Sniper dran. Mein Sniper will nach wie vor nicht den Supplier nehmen. Ja. Was ist denn mit den Leuten los, ey? Die Gegner ist echt close hinten dran. Mich aber wieder über das halbe Feld erschossen, ey. Sushi-Rolle. Den habe ich dreimal erwischt. Die gute alte Sushi-Rolle. Ich mag gar nicht so gerne Fisch. Das heißt. Beste ist, in ungefähr 5 Minuten call ich einfach in den Offi-Chat, dass du jetzt endlich mal den Supplier genommen hast und wir endlich eine Garni bauen können. Da liegen das zu besser noch einmal bei. Wenn irgendwo bei Viehstelle passt, negativ. 200 Meter Radius? Ach, hat schon. Ja, das halt ihn gewählt. Ja, ich bin auf die Mini dran. Mein Sniper hat jetzt endlich Supplier genommen. Ich kann jetzt auch eine Garni bauen. Ist doch gut jetzt, mein Gott.
Nimm den Acker jetzt mega veräppelt. Den haben wir raus. Ich sollte ihn eigentlich nicht so doll veralbern. Es tut mir auch ein bisschen leid. Hat sich halt einfach nur verguckt. Er dachte halt, es wäre auch hier ein Dingster-Squad. Ein Infanterie-Squad. Wollte halt am Anfang darauf anspielen, dass ich eine Garni bauen sollte, was nur kann, wenn ich Supplies habe. Wie der Kommandant droppen muss, weil ich mir nicht selber welche legen kann. Ich hab grad einen Dämonen angefangen. Light Tank Baker Mark. Stuart wieder. Hö? Okay. Mit einer Ping ihm gegangen. Syrat fährt über offenes Feld und geht den Angriff über. Commander könnte mir nicht machen, der wird kommen. Der Spawn hier ist Gun, aber. Kann ich gar nicht rauskommen. Mehr. Na, dann rennen wir mal zum Punkt zurück, würde ich sagen. Stuart fährt jetzt am und hinterm Cap rum auf Light Vehicle Mark. Der lebt noch, Mist. Ich hoffe, dass wenn mir die Muni rausgeht, ey. Aber noch ist sie nicht komplett leer. Empty irgendwo in den Büschen sitzt einer drin. Ja, ich hab einen, der mich raus. Und der Dev kommt was von Norden ran. Ja, mal Ping kommt auch was rein jetzt von beiden Seiten. Dort? Ja? Ich weiß nicht, wo zusammen. Ich kann mal was probieren wollen. Was denn? Ich kann es probieren, er baut gerade aber einen Satz Notes ab von den Gegnern. Hm, alles gut. Hat ja noch Zeit. Ich würde gerne mal über hinter. Die kommen frontal. Scheune. Vom Gegner ein bisschen. Bisschen wir werden angekettet. Das ist nur der Steward, der hier mit einem Hardcap drin steht.
Faker, Light Vehicle Mark steht da jetzt. Der ist einfach direkt im Punkt. Scheiße, den hab ich überhaupt nicht gesehen, der steht irgendwo links. Negativ. Nicht so lange hier der sehr, sehr starke T3 Stewart im Hardcap steht. Ja, von hinten auch wieder. Meine Schaufel kann leider nicht durchdringen an der Seite. Na, wenn du mir den genau markierst, hätte ich einen Prezi. Der ist, glaube ich, in der Halle drin. Ich höre ihn nur. Ja, also Viehstelle ist weg. Wir haben halt keinen ATler hier, der sich mal um den Panzer kümmern könnte. Okay, bitte alle versetzen, Angriff abbrechen, ja, alle versetzen. So. Ich würde mein OP jetzt einfach versuchen, wieder in Viehstelle reinzusetzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn dann alle von hinten aus dem Schwer. Stuart ist außerhalb der Halle auf Light Tank Mark. Er schießt hier jegliche Art von Infanterie zu Klump jetzt da in der Halle drin. Light Tank ist in der linken Halle auf Light Tank Mark. Junge, das würde mir mehr total stinken, mich komplett von diesem kleinen Panzer abschlachten zu lassen. Ja, ist cool. Oh Gott. Stuart ist da auf Ultimate Vehicle. Stuart fährt jetzt durch die andere Halle raus. Der Stuart lebt noch, er hat alle erschossen. Junge, der Stuart, der muss ja richtig reingekillt haben. Wir sitzen da drin. Stuart hat eine Rakete drin, fährt aber weg. Stuart ist tot. Nee. 76er kommt von der anderen Seite auf Enemy Tank Mark. Mike, hinter dir kannst du da gar nicht hochziehen. Da liegen noch so Fleiß. P steht für der 76er, wir müssen jetzt so rum. Ach du Scheiße, da jetzt ist es soweit. Was machst denn du hier, Birne? Wo ist denn mein Heavy? Heavy ist unterwegs, du bist hinter. Nee, ich rede gerade mit Captain. Der ist über 75er Pferde mal cool los. Der Heavy bewegt sich bitte Richtung Netzwerk und Viehstelle. Erstmal bitte mit dem Heavy keinen Angriff kommen. Ich weiß nicht, wo der feindliche Heavy hin ist, den sehe ich nicht mehr. Mein OP ist schon wieder dort. 75er ist auch aus dem Mittel mal cool los. Danke. Ach, er sitzt in der Hecke. Er sitzt in der Hecke. Ach ja, also ich gleich in der Ecke, den er hat. Ja, mein kleines Töchterchen muss gleich wieder schlafen.
Eine weitere Runde Sleepy Sleepy. Bewegt sich langsam rückwärts. Linke Seite, wieder selber Angriffsrichtung wie eben, kommen wieder ganz viele Straßen runtergerannt. Meine Seite schön dran. Ding haben wir welche und jede Menge auf dem Markt hier. Über 70er Item zum Glück. Wie gesagt, ich bin dann Position hier. Junge, ist das hier warm oben, ey. Halleluja. Medium Sherman auf. Oh Mann, das ist immer mit dem auf Baker Lifey gemacht. Ich werde von rechts von einem Sniper beschossen. Ich kann ihn nicht sehen, bin tot. Bitte jetzt vom Radar wieder um. Keine Ahnung, so weit weg. Wer beschossen aktuell? Und hau. Dass ich hier bin. Die Jagd ist hier noch eine Halbkette. Ja, ich mach bitte sofort in den Nachhalt versetzen. Boah, hier fährt ein Greyhound. Ja, der Panzer steht da schon wieder in der Hecke und schießt wieder straight on point. Ja. Hab ihn. Ich hoffe auch. Bitte sofort reinversetzen. Alle, die jetzt in der Verteidigung sind, bitte sofort in den Erhalt. Vielleicht kriegen wir es hin. Die Stelle ist kurz von Nord. Direkt die Halbkette raus. Kann sein. Aber ich denke mal, der ist weggefahren, der hat mich herbekommen. Wichtig ist die Halbkette jetzt rauszunehmen, die da noch steht. Ich bin contested, losen. Wieder aus Süden. Drin. Ich brauche trotzdem eine Verteidigung, ich brauche definitiv eine Verteidigung. Die Captain V-Stelle zieht bitte eine Garni dort hoch. Bitte mit eigenen Mitteln. Junge, ist das ein schlimmer Akzent. Uiuiuiui. Der ist hart, der Akzent. Ein Squad kümmert sich um die Halbkette und. Halbkette nicht mehr. Kennt das Rakur an und der Rest schickt sich bitte rüber zum Angriff. Ich hab die Halbkette schon verbrannt. Ich bin da ab, der was macht. Hast du das weg? Ne, eher als werfen, das ist wie in diesem Spiel zu schummeln, ganz ehrlich. Schmeißt hinter den Gegner, der kann gar nicht mehr reagieren. Die haben dann Fullspawn durchgekriegt. Deffen erstmal wieder. Das ist stark. Ich versuch, werden wieder gekappt. Das mal bitte selber zu machen. Ich versuche gerade von der anderen Seite noch gar nicht hochzuziehen. Rechts unten ist irgendwo einer. King, wenn du Lust hast, kannst du immer mit in den Erhalt gehen. Unsere Helden bleibt bitte noch bei Zielstelle mit in der Dev. Ich hab eine blöde Vermutung. Ja, wir arbeiten dran, wir haben einen Player unter Marsch. Garni auf Deutschmark, akkurat. Dann bitte.
Infanterie davor. Nein! Ah, da hat mich noch einer gesehen. Mist. Alles hat mal ein Ende. Nur Würstchen, die haben zwei Enden. Deswegen mag ich sie auch so gerne. Apropos, heute ist Freitag. Wo bekomme ich heute ein Würstchen her? Hätte ich super Bock drauf. Heavy ist raus. Dann ist raus, gut. Also, wir sind da und da kommen wir mit dem Panzerfeuer wieder vor. Ja, 100 Kills mit der MP40 müssten theoretisch gesehen gehen. Von der Zeit her könnte klappen. Könnte klappen. Wäre mit dem Gewehr natürlich einfacher. Vielleicht. Aber geht. Kriegt ihr jetzt noch einen Angriff noch eigenständig mit dem Team? Was wir nicht haben. Wo war der? Oh, der war aber schnell, Kabi. Ach, von hinten. Oh, keine Chance. Er schießt uns in den Rücken. Er hört auch nicht auf zu feuern, er schießt einfach weiter. Er hört gar nicht mehr auf. Aus Süden meinst du hinten? Ja, aus Süden, beziehungsweise aus Westen. Ich hab wieder einen Panzer an. Ja, ein 670er. Das ist nur noch der Panzer, der das hier hält. 76er auf Tankmark. Die hat schon direkt höher, das ist der Panzer. Ja, das war der Betonung. Das ist natürlich. Schnell erwischt. Kann es sein, dass der Panzer vor unserem OP hält? Nee, warte mal. Geil. Kannst du ihm Smoke entgegenwerfen? Oh, scheiße, wir werden gleich so getötet. Ja, aus Westen kommt halt alles. Ach, wieder von hinten. Was? Wer ist denn das? Wer schießt denn so genau? Und er schießt immer noch. Der hört gar nicht. Er schießt immer noch. Er hört gar nicht mehr auf zu schießen. Ja, von der Radarstation kommt er. Er trifft halt sofort, aber schießt dann noch 13 Schuss mehr rein. Wolli? Ja. Panzer steht wirklich direkt vom OP. Also sowas von direkt. Ja, das ist. Der ist da hingefahren. Keine Ahnung warum. Ja, da soll man bitte sofort hierher kommen. Wir ziehen hier eine Garni hoch. Ja, sehr gut. Cooldown ignorieren wir. Okay, ist das Problem, ne? Ja, man muss fünfmal reden immer mit den Leuten. Du kennst das ja. Der wird 100 Jahre brauchen, bevor der ohne Cooldown da ankommt. Ja, okay, vorne der OP ist raus. Wieder erwarten, wenn du einen OP direkt vom Panzer stellst. Okay. Okay. Aber das ist jetzt nicht meine Schuld, er ist da hingefahren. Ja, ich gehe auch wieder Main durch. Fällt ab, die Storm. Oh Gott, die Garni wird auch schon gefahren. Von Hauptschuss. Gar nicht gut. Da ist hinten, gell?
So, ab wieder nach vorne. Da sind schon Gegner im Hardcap drin. Bei uns wieder. Am Tag? Stationär. Stuart pusht den Punkt wieder. Stuart rast von der anderen Seite hier ein Bekloppter wieder in den Punkt. Oh Gott im Himmel. Oh Junge, oh. Du kannst das mal hier nehmen, Karl. Ich bin gleich fertig. Ja, ich müsste richtig so schnell wie möglich mein Auto abholen. Wir haben nur bis 16 offen. Ach so. Ich selber nicht. Naja, dann müssen wir an der Stelle einfach mal die Aufnahme abbrechen. Leider. Normalerweise würde ich sowas nicht machen und ich würde bis zum Ende spielen. Aber am Ende werde ich wahrscheinlich so oder so gewinnen. Ist jetzt 46 Minuten lang. Wenn es gefallen hat, bitte lasst ein Like und ein Abo da. Ich muss jetzt einmal auf das Baby aufpassen, damit wir das Auto wieder abholen können. Und anscheinend ist der Airbag, ja, der bei uns ausgefallen ist, nicht so teuer geworden, wie ich letztendlich dachte. Oder? Haben die den Airbag repariert? War nur ein technischer Fehler beim Airbag. Aber hätte nicht ausgelöst bei einem Unfall, oder was? Aus dem Weizenfeld schon so. Okay, ausgezeichnet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Airbags heile und wir sparen uns ein bisschen Geld. Bis dann, macht's gut. Tschüss.